Spieltag 29 in der dritten Liga, 1860 empfängt Sandhausen, Sandhausen gerade so die Wundertüte der Liga, 5-3 gegen Braunschweig gewonnen, 10-3 auf Schalke verloren und sie gehen hier direkt in Rückstand, 1-0 München 60. Nach 7 Minuten ist es Christian Kühwetter, der hier mit Artemis Rudnevs gleichziehen kann, Abstauber, nachdem Adamian nicht treffen konnte. Dann haben wir Behrens, der frei aufs Tor zuläuft. 23. Saisontor bereits für den guten Mann. Und so ging es dann in die Pause. Nach der Pause Chance Adamian nach 70 Minuten. Der läuft alleine aufs Tor zu und überrumpelt den Keeper hier zu seinem 14. Saisontor. Vorarbeit kam von Christian Kühwetter. Dann 82. Minute. Green lässt sich nicht den Ball ablupfen und dann ist da Kopacz da. Drittes Saisontor. Green unstoppable in dieser Situation. Und der direkte Gegenangriff. Anstoß für 1860, Adamian auf Honsack und er hat das Auge für Kühwetter und Kühwetter behauptet den Ball und legt zurück auf Honsack, der super mitläuft und sich hier mit seinem 5. Saisontor und dem Siegtor zum 3-2 belohnt München wieder auf der Siegerstraße. Die Löwen erkämpfen sich hier die 3 Punkte zu Hause gegen Sandhausen. Christian Kühwetter, Nummer 3 jetzt in der ewigen Torschützenliste bei 1860 zusammen mit Artyom Rudnevs.